So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, Folge 61. In der letzten Folge sind wir hier diesen, ich sag mal, Koloss gefahren. Das ist wohl das einzig richtige Wort. Oder diesen Giganten der Straße. Mit einem Gewicht von, ich glaube, sage und schreibe 2,7 Tonnen immer noch, statt 3,8. Aber immerhin fast 2000 Newtonmeter. Und da geht's mal auch wieder in die Offroad-Richtung. Aber etwas wenig anderes. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Wir haben auf jeden Fall etwas mit Modern Rally oder Gruppe B-Fahrzeuge. Oder nicht so Rally-Fahrzeuge. Guck ich mal kurz, was es hier bei Modern Rally gibt. Haben wir das denn hier? Genau, Modern Rally. Vielleicht mal ein Evo oder so? Mal gucken. Ja, ein Evo 8, der 9er, 10er. Subi, ein älterer Subi, der Hatchback Subi, Subi Subi und Subi. Irgendwie, ich weiß nicht, so ein. Also ein Evo 10 nicht, finde ich von den. Da bist du auf jeden Fall am schlechtesten. Natürlich. Ich glaube, ein Evo 9 wäre schon ziemlich geil, oder? Boah. Dann gucken wir mal kurz in der anderen Kategorie, weil ich hatte auch mir so ein bisschen den Opel Manta ausgesucht und dachte so, ja, könnte lustig werden mit dem. Gucken, haben wir hier noch den Sport Quattro, den S1, der Restmann und Evolution 037 Stradale, Delta S4, Metro 6R4 und das noch der Opel Manta 400, wir noch der Peugeot und der Renault, weil der Opel, der ist auch schon richtig geil, oder? Jetzt mal, kein Spaß, ne? Ups, der hat 205 kW, und der hat nur 205 kW? Und 8 Null Beschleunigung, das ist ordentlich. Ich frage Opel oder ich glaube Opel, weil ganz ehrlich, das ist einfach viel zu geil hier mit dem Opel. Vor allem endlich wieder gute Opel in Forza. Direkt gibt es ja Opels in Forza, ist ja mit Vauxhall, aber heißt halt nicht Opel, ne? Ist halt trotzdem Vauxhall. Boah, ey, das ist doch geil, oder? Also das ist doch einfach. Ich habe auch an sich nichts gegen Opel. Ich finde Opel mega gut. Viele haben ja was gegen Opel. Ich frage, warum? Was ist an der Marke jetzt so schlimm? Kann auch daran liegen, dass wir eine Opel-Familie quasi sind. Also meine Mutter fährt einen Opel, meine Oma fährt einen Opel. Das erste Auto meines Bruders war ein Opel. Ja, also. Und meine Eltern und Großeltern fahren auch schon sehr, sehr lange Opel. Alter, guck ich mal, was der ankriegt hier. Oh, die Motorhaube geht auf. Oh, da ist der wunderschöne Motor. So wie es aussieht, ein rein Vierzylinder? Sehe ich das? Ich hoffe schon. Ich kenne mich nach Tesla leider nicht so sehr aus. Denk mal, ist ein rein Vierzylinder. Ohne schon Rallye-Scheinwerfer. Interieur ist halt renntypisch gehalten, ist halt nicht viel. Und der Wagen kriegt ja nicht mal eine Tonne. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist echt ordentlich. Doch ein super Design hier. Schon mit Überkäfig natürlich, muss ja alles sicher sein. Safety first. So, mal gucken, was da eigentlich noch Level 310. Ich wieder ein bisschen gespielt. So, natürlich Bremsen müssen immer, auch wenn es nur 3% sind, die sind halt wichtig. Wir machen mal Rennen oder Offroad rein? Ist die Frage. Ich mach erstmal Rennen rein, aber über den Wagen denke ich mal nochmal wieder höher legen. Der wiegt nicht mal eine Tonne! Das ist echt richtig awesome. Nicht Getriebe ist wichtig, oder finde ich zumindest wichtig. Der Wagen, der wird sogar jetzt auf A-Klasse noch bleiben, wenn ich den jetzt noch weiter tune. Ich glaube, das 1 würde da nicht so viel Sinn machen. Och, 235er. Och, ist das süß. Oh, ist das süß. Weil der Wagen sollte eigentlich noch A-Klasse bleiben, aber wir können auch gerne noch ein bisschen was reinbauen. Ich meine, der Wagen ist ja so nicht langsam, aber dass er trotzdem noch ein bisschen, ein Tacken schneller ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Der Wagen wird auch nicht voll aufgebaut, das sage ich schon mal jetzt, weil der ist ja nicht langsam. Ist ja nicht so, dass er untermotorisiert werde oder so. 229 kW, das sollte eigentlich reichen. Noch ein bisschen weniger Gewicht. Wow. Oh, die bringt ja viel, ey. So, was haben wir hier noch? Stabi ist natürlich wichtig. Jetzt wiegen wir nur noch 965 Kilo. Bei ja, guten 300 PS und über 300 Newtonmeter aus 2,4 Liter Hubraum. Das ist schon echt geil. Und das kann man schon mal machen.
Was könnten wir eigentlich einbauen? Und zwar den 1,6 Liter Turbo Rally Motor und ein V8. Natürlich nicht. Wir können auch Allrad umbauen und denke ich mal Turbo reinbauen. Ja. Das ist nämlich ein wunderschöner Saugmotor. Ist die Frage, gibt es in den Wagen gute Designs oder gibt es da nicht so wirklich was? Ich kann ja mal gucken. An sich sieht der Wagen mit diesem Design schon echt gut aus, aber vielleicht gibt es noch was Besseres, was noch ein bisschen vielleicht auf mehr Rennen getrimmt ist und was Rallye-mäßiges. Ich kenne zwar keine Lackierung von den Wagen. Ups. Ich hatte da keine Ahnung, wie die aussehen. Ich denke mal, da wird es aber schon einige Lackierungen geben. Werden sich sicherlich Leute die Mühe gemacht haben. Auf jeden Fall, das wollte ich schon immer machen. Nein. Naja. Ich würde sagen, gebe ich hier mal Rennen ein. Mal gucken, was da so alles ist. Ja. Wunderschön. Nicht. Was ist das für eine. Das ist doch keine Rennlackierung. Oh, die krasse. Das müsste da wieder. Ach, Scheiße. Die Felgen. Auch wunderschöne Felgen. Was machen die Leute denn damit? Sind die verrückt? Das kann man doch nicht machen. Mit Rot, das mag ich nicht so. Ja, Pink, wunderschön. Irgendwie dieses. Das könnte schon was sein, aber mit diesem Rot, das mag ich nicht so ganz. Ach, du hast das doch Standard, oder? Sieht ja so schon ziemlich awesome aus. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich hab schon was. Rein wieder so pink, dürfte halt nichts anderes sein, das ist halt so ein Vierzylinder, aber mal schauen. Ui, ui. Das ist aber schon richtig, glaube ich, ne? Also 9000. Kein Problem, ne? Ja, das ist ein Zentral, das ist ja 10.000. Roter Wagen drauf. Und der Tarot nimmt mir an. Ja? Das sieht gut aus. Aber das ist schon, ne? Auch 170 schon drauf. Uff, kann man ja mal machen. Was haben wir hier? So, Rivalen wieder. Gedöns. Ich habe mittlerweile so ein paar Fähigkeitenhunde gesammelt. Das ist fast 200. Also, können wir mal was kaufen, was? Wir haben doppelte Qualität beim nächsten Fanrennen. Können wir einfach mal kaufen. Das ist ja mit dem Rivalen noch nicht gemacht. Das hat noch nicht geschafft. Aber könnte ich auch eigentlich mal jetzt machen. So ein Rivalenrennen, den Wagen. Wir starten ganz vorne. Ja, 30% mehr Credits. Nehme ich auch gerne. Oh, einfach hier. Immer her damit. 5% Rabatt. 3,5 EP. Ja, von mir aus. Immer gerne. Könnten wir auf jeden Fall noch einen Rivalenrennen machen. Aber erstmal will ich natürlich da ganz kurz ein Setup machen. Erstmal den Wagen wieder ein bisschen hochlegen. Dass er auch ein bisschen arbeiten kann. Also 20 cm passt eigentlich. Hinten ein bisschen. Ja, 19,2. Machen wir es an der Bremse. Oh, 42 Meter ist aber ganz schön viel. Das könnte echt ein bisschen mehr. Also 102,3 stand da weiter runter. Muss noch ein bisschen weniger werden. 102,1. Vielleicht werden sich einige fragen, ja, was ich 10 oder der halbe Meter. Was macht das für einen Unterschied? Das macht einen Unterschied. Auch wenn er nur gering ist, aber es macht einen Unterschied. Deswegen ist es auch wichtig, ob der Wagen 4,5 Sekunden braucht, 100 oder 4,6. Das ist wichtig. Das ist auch so ein bisschen Marketing. Weil, also ja, halt wer der Beste ist, ne? Ist ja auch wichtig. 1,5, sieht schon mal gut aus. So, ein bisschen weniger.
hat 1,4, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne. Lass mal, aber noch ein Getriebe. Werden sich schon mal richtig gut übersetzt. Das dürfte eigentlich so passen. Natürlich werden wir ein bisschen Offroad fahren. Ich würde sagen, wir. Hier ist noch ein Sprung. Versuchen wir, oder wollen wir noch einen Sprung? Oder hier haben wir noch einen Blitzer. Das könnten wir auch mal versuchen, oder? Ach komm, machen wir mal. Das hat aber nicht geklappt. Wie oft wir das gehört haben, ja. Schon auch so. Dadurch, dass er nur so den Reifen hat, also ist auch nicht viel. 230 kW oder 220 kW. Das ist ja nix. Das ist ja dieser Sound, ey. In 400 Metern rechts halten. Der Wagen war auch gar nicht mal so unerfolgreich damals. Ich weiß auch nicht genau, wo der gefahren ist, oder welche Fahrer das waren, oder wie die gefahren sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, der war schon so erfolgreich dabei. Diese Gruppe war auch früher so ein Rennsport, schon sehr verrückt, was das Rätsel ist heute. Glaube ich, relativ erfolgreich. Also, dass man sagt, diese Gruppe, ja, die können ja nichts im Rennsport, das würde ich nicht sagen. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber ja, in diesen Jahren. In 400 Metern rechts abbiegen. Schau mal, wie wir da fahren müssen. Schau mal, jetzt schon wieder den Wagen. Rechts abbiegen. Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sagen, wir haben es fast geschafft. Das ist der Wagen einfach ein bisschen zu langsam. Aber vielleicht können wir ja mal einen Sprung machen oder so. Schaffen wir den hier oben? 168 Meter ist schon echt viel. Da geht der hier besser. Der hat das nur noch 22. Komm. Das könnte man ja mal. 200 Metern rechts abbiegen. 14 Meter weg. Dann, wie ich gesehen, in 200 Metern links abbiegen. Die Wege abseits der Straße. Die ersten Schotterwege oder Kies oder das Gras oder der Sand oder whatever. Der Wagen ist ja immer relativ groß. Das ist ohne Spaß. Brauchen wir von der Pause echt gar nicht mal so teuer. Also, es ging eigentlich gut klar. Das ist natürlich auch gut. Das ist aber jetzt von mir eigentlich meistens produziert, aber nicht so viel. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Der Wagen so quertechnisch kann. Du, was ist denn der das hier? Wenn ja, du bist ja nicht. In 400 Metern rechts ab. Rechts noch mehr. Hier sind, können wir mal hier abkürzen. Ich gehe mal fahren, ich bin nicht drin, aber schon knapp. Also, können wir auch so weiterfahren an den Schienen? Genau, dann müssten wir. Das könnte sogar tatsächlich helfen. Was war das? 122 Meter, was wir da brauchen? Genau, 122. Ja gut, das wäre jetzt nicht so geplant. Sind wir trotzdem relativ gut durchgekommen. Ich habe zum Glück nicht jeden zweiten Baum mitgenommen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja gut, das ist nicht so günstig, wenn wir irgendwo lang wollen. Mit möglichst viel Speed. Vielleicht mal ein bisschen bremsen.
bisschen weiter rechts fahren. So das Gefühl, ein klein. Oh, Zaun, das ist aber gemein, ne? Also das. Okay, warum kann ich nicht so wirklich lenken? Finde ich jetzt nicht so gut. Wunderbar. Schon wieder hier der Profi, der Fahrer. Wow. Ich wollte keine Barrel Roll machen, mein Freund. Ich wollte eigentlich normal fahren. So, springen. Schaffen wir zwar durch. Okay. Weiter. Ich würde sagen, machen wir mal vielleicht so einen Rivalenrennen. Ich würde aber gerne mit dem Wagen fahren. Das wäre eigentlich ziemlich. Was haben wir hier? Festival. Schaurennen, monatliche Rivalen, Straßenrennen, Nachtduell. Standpunkte. Einfach mal hier bei meinen Rivalen gucken. Okay. The Grand Tour. Aha. Das ist der kleine Hommage an die neue Sendung, The Grand Tour. Von hier Clarkson und so weiter. Machen wir das mal? Komm. Also ich frage, wir müssen mit B-Klasse fahren. Sehe ich das gerade richtig? Ich frage, welche Strecke ist denn das? Sprint quer durch die Stadt. Ja, das sollte man ein Auto nehmen, was schon schnell ist. Kann man irgendwie sortieren nach. Wie einfach nach Punkten sortieren, dass einfach der Wagen mit den meisten Punkten vorne angezeigt wird. Also was haben wir hier? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Subi. Okay. Mein, warte, 6, 8, 7, 5. Ja, also macht sich der Subi eigentlich ziemlich gut dabei. Würde ich sagen, fahren wir mal den Subi. Mal gucken, ob wir den Rivalen erschlagen können. Ich glaube 2,52 stand da als Zeit. Das müsste doch eigentlich zu schlagen sein. Um dann mal hier vierfach Geld zu bekommen oder vierfach belohnt zu werden. Was natürlich richtig nice ist. Wird zwar nicht viel geben, ich meine, da unten waren es nur 4.000, aber immerhin. Kommen noch die ganzen Boni dazu, ne? Ist ja nicht so, dass es bei 4.000, also den 16.000 bleiben wird. Kann auch gerne mal laden. Ich weiß aber, das Screen, der ist ziemlich nett, aber das Rennfahren ist doch gut. Nice,
Hä, hey, was? Wegen unsauber? Das ist wirklich euer Ernst. Och, Leutchens. Aber wegen diesen. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Hab ich denn bitte. Hä? Willst du mich verarschen? Ich wollte den Opel fahren, aber wie sieht das? Das ist auch ein schönes Auto, das wird aber auch viel mehr als ein Auto. Wenn scheiße wäre, oder das ist den nicht gefahren würde. Das ist ja der Max. Ich bin ein bisschen schlechter gefahren, aber gewonnen ist gewonnen. Ich muss mal nachholen. Jetzt hier, give me my. Guck mal. Oh, das ist doch ganz schön. 31.000. Kann noch gar nicht liegen. XP, die wurden aber nicht vervierfacht. Leider nur einfach. Schade, aber. Einmal gewonnen, reicht ja schließlich auch. Würde ich sagen, starten wir schon mal eine Meisterschaft, die wir dann in der nächsten Folge fahren werden. Mit, ich sag mal, jetzt einfach mal 4 Rennen. Sollte eigentlich ausreichen. Frage, wo starten wir die? Nein, das haben wir letztes Mal gefahren. Fahrtrennen, das sieht eigentlich ganz nett aus. Dann fahren wir da mal schnell hin. Bei nächster Gelegenheit, wenn. Leider, das ist auch in 200 Metern in der Nähe hier, aber nicht zu erwarten. Ja, das ist einzig, wie die meisten Autos. Siehst du, dass das verbrecht werden soll?
Ups. Ich glaube, geht noch weiter. Ich will noch die Karte. Die Karte zu lesen. Ja, einfach Autobahn, damit kann ich mir nichts falsch sagen. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Auf der Straße, und zwar als Meisterschaft. Natürlich erstellen wir wieder unsere eigene mit Rally Monsters. Ah, ziemlich geil. So, Streckenauswahl. Natürlich das Rennen hier. Wolkig fliegend, das passt. Das rennen wir mal schön raus. Nein. Ich wollte Rennen fahren, die wir noch nicht an Meisterschaft gefahren sind. Das hier sieht eigentlich ganz so gut aus. Oh, mit Regen. Das könnte lustig werden. Dann, was haben wir hier? Auch ein Grip-Rennen. Das sieht gut aus. Ründchen passt. 1, 2, 3. Eine fehlt noch. Auch mal noch das hier. Ist ja relativ egal, was wir da nehmen. Ja, würde ich sagen, machen wir die vier. 28,3 Kilometer, das ist aber ordentlich. Oh, naja. Ist auch ein schneller Wagen, ne? Sie fürchten weder Kurven noch Hügel. Sie sind die Rallye-Monster in der nächsten Horizon-Meisterschaft. Das hoffe ich doch. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Dann hoffe ich, dass ich diese Folge gefallen hat, obwohl ich mit dem Wagen sehr wenig gefahren bin. Das werden wir natürlich in der nächsten Folge nachholen. Deswegen hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder heißt Forza Horizon 3. In der wunderschönen Let's Play hier. Was ich bis jetzt mega geil finde, weil es einfach macht einfach wirklich mega viel Spaß. Ich habe immer noch extrem Laune aufzunehmen. Obwohl das Spiel schon jetzt bald 2 Monate draußen ist, und das muss schon was heißen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.